Nikolaiten, Poseidon-Anbeter, das war der alte Sonnenkultus. Und diese Werke wurden gehasst durch die Gemeinde und durch Gott. Es ist interessant, dass wir heute auch noch einen Nikolaskultus haben in der Welt. Habt ihr das gewusst? Wir haben gerade nicht so lange her einen Nikolaskultus gefeiert. Und dieser Nikolas, nach dem Lexikon und nach einigen Lexikons, war keine wirkliche Person, sondern eine erfundene Persönlichkeit, stammend von Poseidon-Anbetung. Und Nikolas zu Weihnachten heutzutage scheint wichtiger zu sein als Jesus Christus. Und Nikolaiten leben heute auch. Da ist die Straße zu Korinth, da ist Paulus auf und ab spaziert, da stehen so ein paar Statuen und die konnte man sich damals mieten und dann konnte man den eigenen Kopf draufsetzen. Nicht den wirklichen, sondern einen, der Bildhauer schön gemacht hat und da draufgesetzt. Und dann hat man Miete bezahlt. Und wenn man die Miete nicht mehr bezahlt hat, dann pupp, kam der Kopf runter und jemand, der Miete bezahlt hat, hat seinen Kopf drauf bekommen. Also da ist Paulus auf und ab spaziert und interessant, da war das Meer. Heute ist da kein Meer, nur ein kleiner Fluss. Das Meer ist weg, das war eine Hafenstadt. Und dieses Meer ist jetzt Kilometer weit weg, wegen Erosion. Also ungefähr 800 nach Christus konnte Ephesus nicht mehr als Hafenstadt gebraucht werden. Hat interessante Dinge für Evolutionstheorie Zusammenhänge. Da war ein Tempel zu Kaiser und Göttinnen und Götter. Der Kaiser Trojan hatte seinen eigenen Tempel, die waren ja Gott. Du konntest ihn da schön anbeten, wenn du wolltest. Eine Stadthalle gab es da, schöne Bibliothek. Noch ein Tempel von Domitian. Noch etwas und schöne Brunnen. Byzantisches Kreuz. Nach diesen ersten Zeiten haben die Byzanter dieses übernommen und haben überall ihre Kreuze angebracht. Wasserrohre, die waren sehr gut hergestellt, nicht so wie die heutigen und existieren heute auch noch. Und das war die Toilette, die öffentliche Toilette. Da konnte man sich hinsetzen, mit den Nachbarn sich unterhalten und was auch immer da in diese Löcher hineinging, da war ein kleiner Bach unten und der hat das weggenommen. Also so sahen die Toiletten aus. Und da ist ein Bild von Scholastico, die Bäder, wo die Menschen gebadet haben und sich unterhalten haben über Philosophie und was weiß ich alles. Die Göttin Artemis war sehr wichtig da, sie hat sie viele Brüste, weil sie war die Mutter, die die ganze Menschheit fütterte. Und in dieses Milieu kam das Christentum hinein und predigte den einen Gott, den Erlöser der Menschheit. Das war nicht sehr angebracht für die damalige Zeit. Hier in diesem Amphitheater gab es dann auch Riesenkrach und die Leute haben Paulus angeklagt, dass er sie von Diana wegtrennen wollte. Und sie wollten ihn umbringen. Und das Theater fand hier gerade in diesem Amphitheater statt. Also eine interessante Geschichte zu dieser Stadt. Paulus ist natürlich nicht hingegangen. Das hat sich dann nachher so ein bisschen gelegt. Da ist der Weg zum Hafen. Und da ist der Hafen nicht mehr zu sehen. Was auch interessant ist an dieser Stadt, ist, dass da dieses Gebäude steht, das angeblich der Platz war, wo Maria gewohnt hat mit Johannes. Denn Jesus hatte ja gesagt, siehe deine Mutter, und Johannes hat sie zu sich genommen und er hat hier gewohnt in dieser Stadt. Und nach dieser Vision einer bestimmten Persönlichkeit da, einer Nonne, war das der Platz, wo
Jesus, wo Maria gewohnt hat mit Johannes. Aber es ist eine bekannte Fälschung, aber trotzdem, die Leute gehen hin und verehren Maria. Von allen Religionen, Islam, alles Mögliche, kommt dahin. Gut, die nächste Stadt oder der nächste Platz, der genannt wird, ist Smyrna. Und wir können jetzt ziemlich sicher sein, in welchem Zeitraum wir hier reden. Denn der Name Myr ist dieser gute Geruch von Myr. Sweet smelling, süßer Geruch. Hier war eine Kirche für die Göttin Nemesis. Und Polycarp war der erste Prediger da und er war ein Märtyrer. Er wurde umgebracht für seinen Glauben. Und dann gab es auch zu dieser Zeitperiode eine Persecution, Verfolgung von Diokletian von 303 bis 313 nach Christus. Und gerade nach dieser schrecklichen Zeit hat Konstantin sich bekehrt, angeblich, und hat das Gewand des Christentums angezogen. Also der Name, süßer Geruch. Und dem Engel der Gemeinde zu Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich weiß deine Werke und dein Trübsal und deine Armut. Das ist wirkliche Armut. Wir werden gleich sehen, was eine andere Armut mit sich bringt. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die da sagen, sie seien Juden. Jetzt der Name Jude, damals wurde gebraucht für die Christen. Der Name Christ kam erst später. Also wenn sie in Christus waren, waren sie eigentlich Christen. Das sind Juden, die den Messias Jesus Christus akzeptiert haben. Also deine Armut, du bist aber reich und die Lästerung von denen, die da sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern sind des Satans Schule. Es gibt also zwei Schulen, die Schule Jesu Christi und die Schule Satans. Es gibt immer eine Wahl hier auf dieser Erde. Also hier ist ein Lob für diese Gemeinde. Sie ist arm, es gibt eine Zeit der Verfolgung, sie haben es schwer. Es gibt Märtyrer und in diesen Umständen bleiben nur die zurück, die es wirklich ernst meinen mit ihrem Gott. Die bereit sind zu sterben für das, was sie glauben. Und der Herr preist sie, er lobt sie. Fürchte dich vor der keinem, dass du leiden wirst. Also das, was wir leiden, ist unwichtig. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, dass ihr versucht werdet und werdet Trübsal haben 10 Tage. Jetzt biblisch, wenn wir die Tage als Jahre betrachten, so wie wir in der Bibel, wie es da erklärt wird, dass wir das so machen können, dann wären das eine 10-jährige offizielle Verfolgung. Und genau so war es. Da war eine Verfolgung allgemein, aber offiziell staatliche Verfolgung 10 Jahre. Sei getrost bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Also vielleicht sterben wir hier, aber wir haben das ewige Leben in Jesu Christi. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem anderen Tode. Also dieser Tod in den Augen Gottes ist nicht wichtig. Der ewige Tod, das wäre eine Tragödie. Jetzt hier ist kein Tadel. Das ist eines der Gemeinden. Das sind nur 2 Gemeinden, die genannt werden, die keinen Tadel haben. Nur Lob. Also das ist eine Gemeinde, den wir nachstreben können. Denn keinen Tadel. Da ist Palmyra, ich habe euch gestern kurz dahin genommen, diese Stadt, wo diese Promenade noch steht. Und gestern habe ich sie euch gezeigt, aber da ist was Interessantes da. Hier
Hier ist ein Plätzchen, da steht Diocletian Camp. Das war ein militärisches Camp von Diocletian, gerade derjenige, der diese Christenverfolgung gesetzlich durchgesetzt hat. Und historisch genau zur richtigen Zeit. Die Bibel ist eigentlich ein fantastisches Buch. Und wenn man in der Archäologie rumstöbert, dann findet man die Beweise, dass Gottes Wort zuverlässig ist. Also hier war Diocletian und hier hat er wahrscheinlich mit seiner Armee Christen gesucht und er hat sie umgebracht. Es war eine schreckliche Zeit. Das moderne Smyrna heißt Izmir und da bleibt nicht viel übrig von dem Alten, nur so ein paar Trümmerhaufen. Das sind ein paar junge Leute, die da sitzen. Also zeitlich gesehen eine Zeit der schrecklichen Verfolgung. Hier im Kolosseum hat Nero die Christen als menschliche Fackeln gebraucht, mit Öl übergossen und sie angesteckt, damit sie als Leuchter dienen können. Die Löwen haben sie zerrissen, sie wurden durch Menschen erschlagen und das war ein Sport. Als Satan sah, dass er das Christentum nicht vernichten kann durch die Menschen, die an Jesus Christus glauben, zu vernichten, hat er sich umgestellt. Er hat gesagt, na, wenn es nicht so geht, dann mache ich es anders. Und er hat sich überlegt, wie es damals war, zur Zeit Balaams und Balaks. Denn er sollte das Volk Israel verfluchen, aber immer wenn er es tat, kam ein Segen aus dem Mund. Und dann hat er sich überlegt, naja, es geht nicht, die stehen unter Gottes Schutz, was machen wir? Und dann hat er sich überlegt, naja, wir ziehen ein paar Minis an und schmücken uns schön und dann vielleicht ja, die Hüfte so ein bisschen bewegen und dann kommen wir die Israeliten besuchen. Naja, und wenn sie sündigen, dann stehen sie nicht mehr unter Gottes Schutz und somit werden wir sie überwinden. Ist das nicht, was er gemacht hat? Genau so hat er es gemacht und genau so macht er es heute auch noch. Und das funktioniert viel besser als diese Verfolgung. Nicht, dass die Verfolgung nicht wiederkommen wird. Also es kommt eine Zeit der Kompromisse. Pergamos. Interessant, was wir lesen, was Bezug hat auf die damalige Zeit und dann auch auf diesen Übergang von dieser Zeit der Verfolgung zu einer Zeit der Kompromisse. Und wir reden hier von einem Zeitpunkt ca. 313 bis 538. Und das war das Kapitol der römischen Provinz in Asien. Da war ein Tempel zu Zeus und Asklepios, die Schlange, der Schlangengott. Und was auch interessant war, da war ein Prokonsul, der hatte ein doppelschneidiges Schwert. Und hier war die Hochreligion Babylons. Die babylonischen Priester, die zur Zeit der Perser aus Persien vertrieben wurden, haben ihre Festung hier gehabt, in Pergamos. Und die altbabylonische Religion von Baal und der Priester hatten hier ihren Sitz. Ganz, ganz interessant. Und er hatte einen Titel, der übersetzt war Pontifex Maximus, die Brücke zwischen Erde und Himmel. Also hier war ein System von Erlösung durch Priestertum, nicht Erlösung durch Christus und Erlösung durch Werke. Er hatte die Kleidung des ursprünglichen Hohenpriesters, er hatte die Schlüssel und hier war sein Sitz. Jetzt, dieser Titel, den dieser Priester hatte, der wurde in 133 Rom geschenkt. Vor Christus, vor Christus. Die Römer kamen und die Priester sahen, dass Pergamos würde in römische Hände fallen und der Priester selber hat seinen Titel dem Kaiser gegeben. Jetzt, wenn man nach Rom geht und man schaut sich die
die Statuen an von den Kaisern, dann steht da immer hinter dem Kaisersnamen PM. Pontifex Maximus. Er hat heute noch diesen Titel. Und dann im Jahre 378 kam ein christlicher Kaiser, der hieß Gratian, und der hat sich geweigert, diesen Titel zu sich zu nehmen. Also dieser römische Titel kam eigentlich von Babylon, aber Gratian weigerte den Titel. Der Bischof von Rom, der hieß Damaskus, hat diesen Titel dann zu sich genommen und heute heißt er Pontifex Maximus. Also wenn wir die römischen Kaiser betrachten, steht hinter dem Namen PM und wenn wir dann die Päpste betrachten, steht hinter dem Namen PM. Ist also eine Weiterführung dieses Titels. Da war der große Pergamonaltar, den könnt ihr in Berlin euch ansehen. Und da wird der große Kampf zwischen den Göttern ausgebildet. Also man kann da sehen, die Vorstellung von diesem Riesenkampf, der fast in allen Religionen gegenwärtig ist. Und die Bibel sagt ja auch, dass es Krieg im Himmel gab. Und dem Engel der Gemeinde zu Pergamos, also dem Prediger da, schreibe, das sagt der, der hat das scharfe zweischneidige Schwert. Also der Prokonsul hatte ein zweischneidiges Schwert, aber Jesus Christus hat ein besseres. Und das Schwert ist was? Das Wort Gottes. Und wenn man das Schwert gebraucht, dann wird man selber auch geschnitten, bis ins Herz hinein. Ich weiß, was du tust und wo du wohnst für die damalige Zeit, da des Satans Stuhl ist. Wow. Also Pergamos, da war Satans Stuhl. Satan hatte seine Kernreligion in Pergamos. Jetzt überlegt euch mal, dass der Titel und alles, was dazugehört, von Pergamos offiziell übertragen wurde nach wo? Nach Rom. Und dass der gleiche Titel dann übertragen wurde nach wo? Ich lasse es da, überlegt es euch. Ich weiß, was du tust und wo du wohnst, da des Satans Stuhl ist, eine Religion der Erlösung durch Werke und der eigene Weg zum Himmel. Babel. Habt ihr das schon gehört? Babel? Babel hieß es. Bab, Tor, El, Gott, Tor zu Gott. Die modernen Gurus nennen sich The Bab. Wieso nennen sie sich The Bab? Weil sie sind ein Tor zu Gott, so behaupten sie, durch dieses Tor. Aber Jesus Christus sagt, ich bin das Tor. Keiner kommt zum Vater außer durch mich, sagt er. Also hier haben wir eine Wahl. Entweder wir gehen durch das Babel oder wir gehen durch Jesus Christus. Und hältst an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet, auch in den Tagen, in welchen Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet ist, da der Satan wohnt. Jetzt, wer ist Antipas? Da wird viel drüber geredet, was Antipas heißt. War es eine wirkliche Persönlichkeit? Das ist möglich, dass es eine wirkliche Persönlichkeit war. Wir wissen es nicht. Es ist interessant, dass das Wort Antipas auch das heißt, gegen dieses System, dieses Papstsystem, mein treuer Zeuge, getötet wurde. Also die, es kann auch sein, diejenigen, die sich gegen diese falsche Religion gestellt haben, mit ihrem eigenen angestellten Mittler, dass die verfolgt wurden. Das macht Sinn. Aber ich habe ein kleines Wider dich. Hier kommt ein Tadel.
dass du das selbst hast, die an der Lehre Bileams halten. Aha. Welcher lehrte den Balak, den Ärgernis aufrichten vor den Kindern Israel, zu essen Götzenopfer und Hurerei zu treiben. Also hier haben wir den Kompromiss. Also als das Volk voll hinter Gott war und gehorsam war, konnten sie nicht verflucht werden, sie konnten nicht von ihrem Glauben abgebracht werden. Aber jetzt, durch diese Bileams-Lehre, kommen wir bringen ein bisschen Kompromiss rein und wir machen das alles ganz schön. Naja, dadurch kam das Problem damals und hier kommt es jetzt auch. Kompromiss. Denn die Lehre Bileams wird geduldet. Also hast du auch die an der Lehre der Nikolaiten halten. Das hasse ich. Also die erste Gemeinde, was hat die von den Nikolaiten gehalten? Nicht viel. Sie haben so auch die Lehre gehasst, ja oder nein? Und jetzt hat sich offensichtlich etwas geändert. Jetzt halten sie, oder einige wenigstens, sich an diese Lehre der Nikolaiten. Ja, das Gesetz, was ist, das kann doch kein Mensch halten, ist doch zu schwer. Und das brauchen wir nicht. Ist es nicht so? Hören wir diese Lehre heute? Ja? Und dann eine wirkliche Nikolaiten-Sekte, haben wir die heute? Absolut auch. Also genau wie heute, so kam es damals. Tue Buße, wo aber nicht, so werde ich dir bald kommen und mit ihnen kriegen durch das Schwert meines Mundes. Also wie unterscheiden wir zwischen diesen falschen Lehren und den wahren Lehren? Das Wort Gottes. Heute ist da die neue Idee, wir brauchen das Wort nicht. Gott redet mit jedem persönlich. Habt ihr das schon mal gehört? Gott zeigt mir durch seinen Geist, was ich tun muss und ich brauche das Wort nicht mehr. Ganz gefährlicher Gedanke, denn welcher Geist redet da? Ich muss ihn ja unterscheiden können. Und was ist mein Maßstab? Die Bibel. Also nur durch dieses zweischneidige Schwert, Jesu Christi, kann ich unterscheiden, was von Gott ist und was nicht ist. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem verborgenen Manna. Dieses Brot, das nie zergeht. Dieses Brot, woran man nie wieder Hunger leiden wird. So wie das Wasser, das nie wieder Durst bringt. Das ist Jesus Christus. Wenn wir Jesus Christus internalisieren, und wissen, dass unsere Erlösung von ihm und keinem anderen abhängig ist, dann werden wir nicht umgestürzt. Und wenn wir wissen, dass er das lebendige Wort ist und nicht ändert, was aus seinem Mund hervorging, dann sind wir auf festem Boden. Also dieses verborgene Manna, dieses Brot des Lebens, das brauchen wir täglich. Und will ihm geben einen weißen Stein und auf dem Stein einen neuen Namen. Damals, wenn man Sklave war und man wurde befreit, bekam man einen weißen Stein. Und die Religion Babylons hatte auch einen weißen Stein, der hieß Palladiumstein. Und der sagte, wir sind frei von Gehorsam zu Gott. Ein anderer Stein, also es gibt einen wirklichen und einen falschen. Und auf dem Stein einen neuen Namen, einen neuen Charakter. Der alte Mensch ist tot, der neue Mensch lebt in Jesus Christus und will nichts mit dem Alten zu tun haben. Also einen neuen Charakter, welchen niemand kennt, denn der ihn empfängt. Nur wenn man ihn empfangen hat, weiß man, dass da ein Unterschied ist. Das Interessante ist, Freunde und Familie erkennen einen nicht mehr. Also hier ist was Übriges von dieser Stadt. Heutzutage kann man gute Sachen kaufen zum Essen. Dritte Welt, erste Welt zusammen. Wenn man da einkaufen geht für Fleisch, dann muss man es so am Huf kaufen. Hier werden die Schafe abgeliefert beim Markt. Da ist die rote Halle, Stück der äußeren Mauer. In dieser Stadt ein Tempel zur Dionysos, Trojan und ein fantastischer Tempel stand hier zu Zeus.
Und heute? Naja, da ist nichts da. Wo ist alles, was da war? Wer weiß, wo das heute steckt? Alles, was da war. Im Pergamonmuseum in Berlin. Da steckt's. Und wer hat es sich geholt? Der gute Kaiser Wilhelm. Der hat es da geholt. Und endgültig haben sich die Türken so aufgeregt und gesagt, alle unsere Schätze nehmt ihr weg und steckt sie da in euer Museum rein. Das gehört eigentlich uns. Und hat Kaiser Wilhelm gesagt, na ja, so schlimm ist es nicht. Ich baue euch einen schönen Brunnen und damit hat sich's. Und da hat er ihnen einen Brunnen gebaut. Asklepios, hier ist typisch Asklepios, die Schlange, die ihr Gift ins Wasser hineintut. Interessant, dass das Symbol von wem ist heutzutage? Pharmazie. Pharmazie, was ist das? Apothekenwesen, ne? Habt ihr gewusst, dass das Wort Pharmazie und das Wort Witchcraft, Hexen, wie sagt man da? Nein, Witchcraft ist, ja, Hexenkult. Dass das gleiche Wort ist, Pharmacea. Pharmacea, ist interessant. Ich sage nichts gegen moderne Chemikalien, die oft Leben retten können, aber da sind einige Dinge, die auch vernichten, Pharmacea. Werden nicht Drogen verbreitet unter jungen Leuten und manchmal nicht so jungen Leuten? Ja oder nein? Das ist auch Pharmacea. Das ist Hexenkult, der eine andere Dimension im Gehirn bewirkt und somit einen Kanal aufmacht zu einem anderen Geist. Interessante Geschichten. Also diese Schlange spuckt ihr Gift ins Wasser und das Wasser hat dann Heilskraft. Also hier in Pergamos, ein Riesenamphitheater. Also da war was los in dieser Stadt. Die nächste Stadt, die genannt wird, ist Thyatira, die nächste Gemeinde. 538 bis 1517. Wieso geben wir dieses Datum? Weil es geht bis zur Reformation. Und jetzt eine tragische Geschichte. Das Wort, der Name, heißt Sweet Savor of Labor, also Werke. Ein schöner Geruch der Werke. Sacrifice of Contrition, also das eigene Opfer. Und es kann auch heißen Satans Lehre. Also ein ganz schwerer Name. Im 538 kommt ein Dekret vom Kaiser Justinianus und behauptet, dass der Bischof von Rom, der Corrector of Heretics ist, derjenige, der Heretiker zurechtweisen darf. Also nur der Bischof von Rom ist derjenige, der entscheidet, was man glauben soll und darf. Aber was ist der eigentliche Maßstab, nach dem man den Glauben messen muss? Das Wort. Also hier entsteht ein Kampf zwischen, was Menschen sagen, was geglaubt werden muss, und was die Bibel sagt, was geglaubt werden muss. Also ein Kampf entsteht zwischen diesen beiden. Und in diesem Zeitalter ist es der Bischof von Rom, der derjenige ist, der entscheidet, was geglaubt werden muss. Es ist die Mittelkirche und Holzhauser, ein römischer katholischer Gelehrte, sagt, es ist die römische katholische Kirche, die hier genannt wird. Nicht vergessen, dass diese Briefe sind an die Gemeinde geschrieben, die lebt in den Umständen, die da besprochen werden. Also die Umstände, in denen sie leben, sind dieses Milieu, wo Katholizismus langsam das Wort ersetzt mit der Macht und der Kraft der Kirche. In dieser Stadt war ein Tempel zu Apollo, da war auch ein Altar für eine weibliche Gottheit. Und so haben wir in dieser Religion auch diese Dinge. Sonnenkultus, wir finden den Sonnengott auf sämtlichen Altaren, auch
Bernini's Canopy in Rom, im Vatikan, da ist auch das Symbol Apollos drauf und natürlich viele Altäre zur Maria geweiht. Und dann haben sie auch eine Textilindustrie gehabt, wo Purpur und Rot sehr prominente Farben waren in dieser Stadt. Und das sind auch die Farben, die die Kirche sich zueignet. Purpur steht für Könige, die Königsfarbe. Und Rot steht für Opfer. Also hier ist ein anderes Opfer, das einen König hervorbringt. Und dann wird geredet von einer Persönlichkeit, Jezebel. Na, in der Bibel war sie eine Prinzessin zu Phönizien und sie hat den König Ahab dazu geführt, dass er den Sonnenkultus verbreitete in Israel. Und so wird es auch hier geschehen. Also ich weiß deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und deine Geduld und dass du je länger, je mehr tust. Also der Glaube an Erlösung durch Christus, durch Gnade, wird allmählich ersetzt durch Glaube an Werke. Und das war das Problem in der Gemeinde, beeinflusst durch die Zustände ringsherum. Aber ich habe wider dich, und hier kommt der Tadel, dass du lässest das Weib Isabel, die da spricht, sie sei eine Prophetin, lehren und verführen meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Also hier war das Problem. Genauso wie in der damaligen Zeit kommt hier ein Sonnenkultus in die Gemeinde hinein und Götzenopfer werden gegessen. Anstatt dass das Brot ein Symbol Jesu Christi ist, wird es der Leib Jesu Christi und ein wirkliches Opfer. Das ist ein Götzenopfer. Und Jesus Christus wird gekreuzigt jedes Mal, wenn dieses Opfer gebracht wird. Aber die Bibel sagt, er ist wie oft gekreuzigt? Einmal, für allemal, um für ewig unsere Erlösung herbeizubringen. Also hier kommt ein Kompromiss. Eine Hurerei, was heißt das? Das heißt, ein Verhältnis zu anderen Göttern. Wir sind abtrünnig Gott gegenüber geworden und treiben Hurerei. Und ich habe ihr Zeit gegeben, viel Zeit, dass sie solle Buße tun für ihre Hurerei und sie tut nicht Buße. Als eine lange prophetische Zeit verbunden mit dieser Kirche, 1260 Jahre, wird in der Bibel genannt, viel Zeit, um Buße zu tun, aber sie tut es nicht. Siehe, ich werfe sie in ein Bett und die mit ihr Ehe gebrochen haben, in große Trübsal, wo sie nicht Buße tun für ihr Werk, für ihre Werke. Also endgültig lohnt es sich nicht, bei diesem System zu bleiben. Und ihre Kinder, wer ist das denn? Von dieser Gemeinschaft kommen andere Gemeinschaften. Und diese sind auch Huren. Will ich zu Tode schlagen? Sie müssen vernichtet werden. Und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der die Nieren und Herzen erforscht. Das innere Wesen. Und ich werde geben jedem jeglichen unter euch nach euren Werken. Wenn ihr so Werke bedacht seid, dann sollt ihr die Früchte der Werke essen. Und ohne Christus sind die Früchte der ewige Tod. Euch aber sage ich, den anderen, die zu Thyatira sind, die nicht haben solche Lehre und die nicht erkannt haben die Tiefen des Satans. Das sind harte Worte, würdet ihr einem stimmen? Gott nennt es beim Namen. Er sagt, diejenigen, die das glauben, folgen Satan, Satans Lehre. Ich will nicht auf euch werfen irgendeine andere Last. Doch was ihr habt, das haltet, bis dass ich komme. Hier ist die erste Erwähnung der Wiederkunft Christi. Und es ist eines der Beweise, dass wir hier zeitlich durch die Geschichte einen Spaziergang machen. Denn in diesem Brief
halte, bis dass ich komme, in einem nächsten Brief, ich komme bald, bisschen näher. Und wer da überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht über die Heiden geben. Also das Heidentum kommt in die Gemeinde hinein, wer überwindet, soll die Macht bekommen über die Heiden. Die Heiden werden verschwinden, Gottes Volk wird das Königreich erben. Also hier ist der Justinianus, die Justinianus-Säule für diesen Dekret, dass der Bischof von Rom der Einzige ist, der unterscheiden mag zwischen richtig und verkehrt. Das Heidentum kommt hinein, wir haben hier diese Sonnensäulen, das sind Phallus-Symbole, ein Sonnengott-Sexkultus, hier auch überall in Rom diese Stellas. Hier im Vatikan selber auch Thutmosis III Stella, interessant, der Pharao des Exodus. Und diese Säule stand erst woanders, musste dann da verschoben werden. Und der Papst hat gesagt, diejenigen, die den Kontrakt bekommen, um diese Säule zu verschieben, genau in die Mitte hinein, in den Kreis, wer sie fallen lässt und sie zerbricht, der wird zu Tode verurteilt. Und lange war da niemand, der den Kontrakt nehmen wollte. Und endgültig hat einer es gewagt und hat es überlebt, denn sie steht heute da. Die dreifache Krone des Papsttums, König der Unterwelt, König der Erde und König des Himmels. Das ist schon eine Anmaßung. Naja, dann kommt die nächste Zeit, Sardes. Das ist die Reformationszeit. Sardes heißt Erneuerung, Reformation. Ist das nicht interessant? Reformation. Was tragisch ist, ist, dass diese Stadt undurchdringlich war. Und trotzdem fiel sie zweimal, ohne dass ein Schuss gefeuert wurde. Einmal zur Zeit Kores und nochmal einmal Antiochos der Große. Denn sie haben sich ruhig gefühlt in ihrer Festung, haben nicht aufgepasst und die Soldaten sind so langsam an der Mauer hochgekrochen, ohne dass jemand was gemerkt hat und die Stadt war weg. Und dem Engel der Gemeinde zu Sardes schreibe, dass du sagst, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne, ich weiß deine Werke, denn du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Wow. Also die Reformation hat einen Namen, dass sie lebt, aber sie ist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht völlig erfunden vor Gott. Das ist ein sehr wichtiger Satz. Die Werke der Reformation sind nicht vollständig in den Augen Gottes. Habt ihr gewusst, dass beim Konzil zu Trent, sagt man das so in Deutsch, Council of Trent? Beim Konzil zu Trent. Trient, wie sagt man? Trier. Trier, oh, in Deutsch ist es Trier, okay. Müsst mir helfen. Bei diesem Konzil hat die Reformation gescheitert. Habt ihr das gewusst? Und ich werde in einem zukünftigen Vortrag genau zeigen, wo die Reformation gescheitert hat. Bei diesem Konzil. Es gab nämlich eine Ansprache von einem Kardinal, der das ganze Konzil zugunsten des Papsttums verschob. Es ging um eine Sache. Es ging um Tradition und das Wort. Und die Reformation hat immer gesagt, sola vas. Sola gratia und sola scriptura. Und es waren viele, selbst unter den Katholiken, die geglaubt haben, die Kirche müsste zurück nach sola scriptura. Die Bibel muss der Maßstab sein. Und sie haben sich bekämpft, denn die Kirche hat gesagt, die katholische Kirche hat gesagt, nein, die Bibel darf nur ausgelegt werden im Rahmen der Tradition. Also das Wort des Papstes ist maßgebend und nicht das Wort. Das war der Streit. Das war der Streit bei der Reformation.
Und viele haben geglaubt, dass die Protestanten recht haben. Ja, es ist recht, wir müssen sola scriptura haben. Bis ein Kardinal aufstand und sagt, aber die Protestanten sind ja nicht konsequent. Sie sagen sola scriptura, aber sie halten nicht sola scriptura. Das war das Thema bei diesem Konzil. Was sie sagen und was sie tun, sind zwei verschiedene Dinge. Sie halten sich an die Traditionen der Kirche, denn sie halten den Sonntag und verwerfen den Sabbat. Darum halten sie an ein Gesetz der Kirche gegen das Wort. Und darum muss das Wort der Kirche maßgebend sein und nicht das Wort Gottes. Habt ihr das gewusst? Und da scheiterte die Reformation, weil sie nicht konsequent waren. Deine Werke sind nicht völlig erfunden vor Gott. Sie haben es nicht durchgesetzt. Sie hatten noch einen Kompromiss. So gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und halte es und tue Buße. So du nicht wirst wachen, werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und wirst du nicht wissen, welche Stunde ich über dir kommen werde. Wenn wir ein Stückchen des Wortes beiseite legen, endgültig werden wir alles beiseite legen. Und werden wir nicht wissen, was in der Welt los ist, und werden wir nicht einsehen, in welcher Zeit und in welcher Stunde wir leben. Tragisch. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Jedem Wort. Wir können nicht etwas beiseite legen. Aber die Reformation war nicht umsonst. Sie hatte auch Gutes. Du hast etliche Namen zu Sardes, die nicht ihre Kleider besudelt haben. Und wie macht man die Kleider dreckig? Wofür stehen die Kleider? Gerechtigkeit. Das Kleid Christi ist das Kleid der Gerechtigkeit. Und wenn das Kleid dreckig ist, dann haben wir nicht die Gerechtigkeit Christi, sondern wessens Gerechtigkeit? Unsere eigene. Und alles drumherum. Und wenn eine Kirche sagt, wir müssen es durch unsere Werke tun, dann haben wir nicht die Gerechtigkeit Christi. Und hier hatten wir also einen Kompromiss, der genau das herbeigebracht wird. Aber du hast etliche Namen zu Sardes, die nicht ihre Kleider besudelt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Es gab gute Leute zur Reformation, aber die Reformation war nicht vollständig. Wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Fantastisches Versprechen. Ja, hier ist die Stadt Sardes, was übrig ist, ziemlich gut erhalten. Auch eine Toilette da. Ja, alte byzantische Kirche, hier ist eine Synagoge, vielleicht genau die, wo Paulus gepredigt hat, ich weiß es nicht. Da kann man noch sehen, was da war. Jetzt will ich euch mal auf die Spuren der Reformation nehmen. Wir gehen zu einer Stadt, wer kennt die? Prag, ja, schöne Stadt, sehr, sehr schön. Die Altstadt. Und da ist ein Monument, wer kennt das? Hus. Hus. Hus hat gesagt, sola scriptura, sola gratia. Und Rom hat gesagt, weg damit, wir fegen dich von der Landkarte. Man hat ihm versprochen, dass er ein Verhör haben darf, wo er unter dem Schutz stand. Nichts würde passieren, aber was ist passiert? Er landete auf dem Brandstapel. Also hier ist einer, der, wo ich glaube, der hat weiße Kleider. Ich war bei seiner Gemeinde und da singen sie über den König von Babylon. Die haben genau gewusst, worüber sie predigen. Du hast etliche Namen zu Sardes, die nicht ihre Kleider besudelt haben. Auf dieser Brücke haben sie
die Reformatoren aufgehängt. Stückchen, Kopf, Arm, Bein, damit alle, die durch dieses Tor gingen, sehen würden, was passieren würde, wenn man sich nicht bekehrt. Weg von der Bibel zur Tradition. Tragisch. Und heute auf dieser Brücke immer noch Tradition. Hier kann man die Hand auf diesen Heiligen drauf tun. Das ist noch schön sauber da von all den Händen, die da drauf getan werden. Und dann kann man einen Segen empfangen und kann durch den Tag und vielleicht die Woche gehen. Da ist eine Dame, die ihre Hand gerade drauf tut auf diesem Platz und damit Segen bekommen, damit ich, naja, freigekauft bin von meinen Sünden. So weit kann der Mensch endgültig fallen von der Wahrheit, wenn er sie verlässt. Schöne Kirchen, IHS, Isis, Horus, Set, die ägyptische Dreieinheit, große Jesuitenkirchen, die hier gebaut werden. Aber da gibt es auch ein Reformhaus, wo man Gesundes zu essen bekommt. Ich glaube, Martin Luther mit seinen Thesen gehört auch zu denjenigen in Sardes, die weiße Kleider bekommen. Seine Todesworte, er sagte, ich weiß, wem ich geglaubt habe, und er hat die Augen ruhig geschlossen. Sein Gegner, Zeitgenosse, war Ignatius Loyola. Und der hat die Augen weniger ruhig geschlossen. Hier nochmals, Glauben durch Werke. Bei dieser La Santa Scala Treppe kann man hochkriechen. Und dann hat man 90 Tage Absolution. Freigekauft von allen Sünden. Also wenn ihr eine Party beplant, wo es alles nicht so gut geht, einfach da hochkriechen, 90 Tage lang alles verziehen. Sowas glaubt der Mensch, wenn man die Bibel beiseite legt. Hier stand vor Kaiser und Reich Martin Luther 1521. Leider gibt es heute alle diese Gemeinschaften, die nicht einen Schritt weiter gehen als ihre Gründer. Und so haben wir Calvinisten, die glauben, was Calvin gesagt hat. Es gibt Lutheraner, die glauben, was Luther gesagt hat. Und so gehen wir durch all die Gemeinschaften durch. Jeder hat Wahrheit, aber jeder will die Wahrheit der anderen nicht akzeptieren. Gibt es viele oder nur eine Wahrheit? Sicherlich nur eine Wahrheit. Aber Martin Luther, der hat sich hingestellt und hat gesagt, ich stehe für Wahrheit und ich glaube, er wird weiße Kleider tragen. Und dann kommt eine Gemeinde, Philadelphia, 1798 bis 1844. Warum? Gerade diese Zeit, da ist eine Prophezeiung in der Bibel, die genau diese Zeit hervorbringt. Und wir haben nicht Zeit, das jetzt zu studieren, das ist in einem anderen Vortrag auf Video zu bekommen. Also diese Stadt Philadelphia war eine offene Tür zum Hochland, durch die Berge. Und es steht für Weltmission. Carey ging nach Indien, 1793, Morrison nach China, 1807, Moffett nach Afrika, 1817. Die großen Bibelgesellschaften wurden hervorgebracht in diesem Zeitraum, 1804, die englische, amerikanische, 1816. Das Wort Gottes geht raus wie ein Feldbrand in die Welt, in diese Zeit. Und den Engel der Gemeinde zu Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat, den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Hier ist eine Tür, die aufgeht und eine Tür, die zugeht. Und diese Tür hat zu tun mit dem Evangelium, aber hat auch zu tun mit dem Heiligtum. Da ist auch ein Tor, das aufgeht vom Heiligen zum Allerheiligsten. Und der Dienst Christi verschiebt sich in den zweiten Raum, wo es geht, um das Gesetz und das Wort Gottes wieder anzuheben. Ich weiß deine Werke, siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür und niemand kann sie schließen.
Also wenn wir bereit sind, mit Christus zu gehen und zu wachsen und neues Licht zu verkündigen, was eigentlich altes Licht ist, das verborgen wurde, dann nie zugeschlossen werden. Denn du hast eine kleine Kraft, kleine Gruppe, und hast mein Wort behalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Das ist die zweite Gemeinde, die keinen Tadel hat. Also Smyrna und Philadelphia, die beiden, keinen Tadeln. Also das ist was, um nachzustreben. Sehe, ich werde geben auch des Satanas Schule, die da sagen, sie seien Juden, Christen, und sind es nicht, sondern lügen. Sehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und niederfallen zu deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Also hier war eine kleine Gruppe, die verkündigt hat, dass die Zeit gekommen ist des Urteils. Christus fängt seinen Dienst im Allerheiligsten an und die Leute haben gespottet. Sie haben auch geglaubt, Christus würde wiederkommen. Und sie waren der Spott der Menschheit. Von Christen wurden sie verspottet. Dieweil du hast bewahrt das Wort meiner Geduld und ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis. Es kommt eine weltweite Botschaft, diese Botschaft zu versuchen, die da wohnen auf Erde. Also nach dieser Philadelphia-Zeit kommt eine weltweite Botschaft. Und dann, siehe, ich komme bald. Zeitlich, früher war es, ich komme, jetzt ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Offenbarung 3, 9 bis 11. Philadelphia. Wofür steht es? Steht für Bruderliebe. Hier ist ein Überbleibsel von einer byzantischen Kirche. Kleines Mädchen, ist wahrscheinlich jetzt schon groß. Ich habe es euch schon mal erzählt, aber hier hatte ich ein interessantes Erlebnis in Philadelphia. Als ich hier war, war ich noch sehr jung im Glauben und ich war sehr interessiert in alle diese archäologischen Dinge. Und naja, der Herr wollte mir was zeigen. Das sah so schön mittelalterlich aus, mit den Pferden und so weiter. Und ich wollte das fotografieren. Und diese Frau hat einen großen Einfluss auf meinem Leben gehabt. Es gab nämlich in unserer Gruppe eine Dame, die nicht so gut reinpasste in die Gruppe, denn sie war schon elterlich und hat Zigarren geraucht. Wirklich stinkige Zigarren. Und die Leute wollten nicht eigentlich mit ihr viel zu tun haben, denn diese Zigarre war so unangenehm. Und so haben sie sich immer ein bisschen getrennt von ihr und sie stand dann immer alleine mit ihrer Zigarre. Und die Leute wollten auch nicht haben, natürlich, dass sie im Bus raucht, denn sie hielten das nicht aus und so weiter. Und diese Dame war so ein bisschen traurig. Sie stand immer so zur einen Seite. Und hier stand ich und ich wollte diese Dame hier, diese Frau, wollte ich fotografieren. Sie kam da so gebückt in der Straße hochgelaufen und da war so ein alter Wagen daneben, der durch Pferde gezogen wurde. Das war ein schönes mittelalterliches Bild. Und leider konnte ich das Foto nicht machen, denn diese andere Frau mit ihrer Zigarre, die war im Weg. Sie war immer im Bild und ich wollte keine westliche Frau mit Zigarre im Bild haben. Und die hat mich irritiert, echt irritiert. Nicht getrieben, aus dem Weg, geh weg. Naja, die Dame hier kam hier hochspaziert und als sie dann diese Zigarrenfrau sah, ist sie rübergelaufen auf diese Seite und hat die umarmt. Das ist sehr komisch. Ein islamitisches Land, eine westliche Frau, das passiert nicht. Eine islamitische Person wird nicht so einfach eine westliche Frau umarmen und dann noch küssen. Geküsst auf diese Wange, geküsst auf die Wange und gedrückt und geredet und geplattert und keiner hat verstanden, was sie sagt. Sie hat türkisch geredet und somit
hat sie dieser Frau eine Riesenfreude bereitet. Aber ich war so irritiert, denn ich konnte das nicht fotografieren, denn ich wollte nicht das Alte und das Neue zusammen haben. Kann man sich vorstellen, dass man so doof sein kann? Und dann kam sie endgültig weitergelaufen und ich habe sie dann fotografiert, aber sie war direkt vor mir, also habe ich so fotografiert, ohne zu gucken. Und ich habe ihre Füße dann so ein bisschen abgeschnitten. Und als sie dann zu mir kam, blieb sie stehen und hat mich angeguckt mit einem Blick, den ich nie vergessen werde. Da war so viel Tadel in diesem Blick. Und der ging mir wie ein Schwert durchs Herz. Und dann habe ich gemerkt, was mein Problem ist. Das Bild ist wichtiger wie die Person. Und hier war eine Person, die nur ein bisschen Liebe gesucht hat. Und hier bekam sie Schwesterliebe, Brudersliebe, die wir, die es eigentlich verkünden sollten, nicht hervorbringen konnten aus einem Herz von Stein. Also diese Frau ist sehr interessant. Und dann lief sie bei mir vorbei und ich habe so ein bisschen überlegt, und ich wollte mich umdrehen, um sie zu fotografieren, und sie war weg. Und ich weiß nicht, wo sie hin ist, denn da war nirgends an dieser Seite, wo sie hingehen konnte. Sie hätte über die Straße gehen müssen und irgendwo in einer Seitenstraße verschwinden. In dieser halben Sekunde hätte das nicht passieren können. Sie war einfach weg. So, ich weiß nicht, ob es eine Person war oder ob es ein Engel war. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sie einen riesen Einfluss auf meinem Leben gehabt hat. Und dass ich mich entschlossen habe, dass Menschen wichtiger sind als Dinge. Und Verhältnisse wichtiger sind als Dinge. Ich glaube, das ist, was wir aus Philadelphia lesen dürfen. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler im Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen. Und will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott und meinen Namen, den neuen. Was ein Versprechen. Wir brauchen Philadelphia-Liebe in dieser Gemeinde. Wir müssen nicht gucken, was machen die anderen immer verkehrt, sondern wie können wir durch Liebe ihnen helfen. Menschen sind bereit, sich zu ändern, wenn man ihnen Liebe zeigt. Und dann kommt Laodicea, Nation des Gerichts. Antiochos hat diese Stadt gebaut für seine Frau Laodice. Es war ein Gesundheitsort. Die hatten eine bestimmte Salbe, die war weltberühmt, Kolibrium für Augenprobleme. Und die Stadt war sehr reich, wurde vernichtet in 60 nach Christus durch ein Erdbeben. Aber die hatten so viel Geld, die brauchten den Staat nicht, haben selber die Stadt wieder aufgebaut. Da ist sie, nicht viel übrig heute. Da war ein altes Amphitheater und da war ein Wasserrohr, ein ganz dickes Wasserrohr. Denn das Wasser kam von weit her für diesen Gesundheitsort. Und das Wasser an der Quelle war heiß, aber als es hier ankam, war es lauwarm. Und wenn man es lauwarm trinkt, dann wird es einem übel. Das ist zum Kotzen. Wenn man es heiß trinkt, so wie ein Tee, naja, dann kann man es gerade runterkriegen. Und wenn man es eiskalt trinkt, kann man es auch runterkriegen. Aber es ist salzig, es ist ein Kurwasser. Und somit nicht lauwarm trinken, dann wird es einem übel. Ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist, dann macht das Sinn. Auch dass du kalt oder ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Ganz wichtiger Satz. Also bei dieser Gemeinde wird der Leuchter nicht weggenommen und jemand anders gegeben, wie bei den anderen Gemeinden. Bei dieser Gemeinde ist da ein Ausspeien.
Verständlich? Also diese Gemeinde geht durch bis zum Ende, aber diejenigen, die nicht warm sind, sondern weder kalt noch warm sind, ausgespuckt werden. Das heißt, sie haben nicht die Gerechtigkeit Christi. Sie haben eine eigene Gerechtigkeit. Denn alle, die eine eigene Gerechtigkeit haben, werden ausgespeit werden. Und wo kommt diese eigene Gerechtigkeit eigentlich her? Na, hier ist die Stadt Pumilikali, wo das heiße Wasser herkam. Und da kann man noch heute zur Heilkur gehen. Viele Hotels mit Heilwasser und Heilbrunnen. Und das sind die Salze, die in dem Wasser kommen. Und da kann man heute noch zur Kur gehen. Da ist ein riesen Amphitheater. Dieses Kamel hat einen Orthodont nötig. Die Zähne sind ein bisschen schief. Und hier ist ein kleiner Junge, der sammelt Gebere. Heute noch in Laodicea wird die Stadt als Kurort gebraucht. Und hier sind allerhand Heilpflanzen. Upp, der Text ist noch in Englisch. Weil du sagst, ich bin reich und habe viele Güter, ich brauche nichts, aber du weißt nicht, dass du was bist. Arm. Ja, wretched. Was ist wretched in Deutsch? Wretched. Wretched. Armselig. Miserabel. Arm und blind und nackt bist. Naja, das ist schon ein Vorwurf. Also diese Gemeinde ist nackt. Sie hat nicht die Gerechtigkeit Christi und sie glaubt, dass sie reich ist, wenn sie eigentlich miserabel und arm ist. Jetzt, was heißt es, um reich zu sein? Man kann geldlich reich sein oder man kann reich sein an was? An Wissen. Man kann reich sein an Erkenntnis und Wissen. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufest, dass du mit Feuer durchleuchtet ist, dass durch Feuer, mit Feuer durchleuchtet ist, dass du reich werdest und weiße Kleider, Gerechtigkeit Christi, dass du dich antust und nicht offenbart werde die Schande deiner Blöße und salbe deine Augen mit Augensalbe, dass du sehen mögest, welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich. So sei nun fleißig und tu Buße. Ist da eine Lösung für die Probleme dieser Gemeinde, ja oder nein? Ja, da ist eine Lösung. Da ist eine Lösung. Das Problem kann gelöst werden. Aber die Gemeinde glaubt, sie ist reich. Gibt es eine Gemeinde heute, die wirklich reich an Wissen ist? Die die volle Fülle des Evangeliums wieder entdeckt hat, ja oder nein? Gibt es so eine Gemeinde? Ja, es gibt so eine Gemeinde. Ich selbst war in einer anderen Gemeinde und habe mich dann entschlossen, zu dieser Gemeinde zu kommen. Warum? Weil die Leute alle so lieb sind oder weil sie die Wahrheit verkündigen? Welcher Grund, meint ihr? Weil sie die Wahrheit verkündigen. Aber jetzt sind es Menschen, die glauben, dass diese Wahrheit sie auf eine höhere Stufe stellt als alle anderen. Wir haben die Wahrheit. Wir sind reich. Wie lange sind Sie schon in der Wahrheit? Habt ihr das schon mal gehört? Habt ihr schon mal gehört? Ja, was heißt das? Wie lange sind Sie schon in der Wahrheit? In der Gemeinde. Ja. Sind wir gerettet durch die Gemeinde, ja oder nein? Nein, wir sind nicht gerettet durch die Gemeinde. Sind wir gerettet durch unser Wissen, ja oder nein? Nein. Sind wir gerettet durch das richtige Verständnis der Bibeltexte, ja oder nein? Nein. Ich möchte heute behaupten, dass keiner erlöst wird durch das richtige Verständnis eines Bibeltextes oder der ganzen Bibel. Ich kann alles verstehen, ich kann alles wissen und ich kann trotzdem verloren sein, ja oder nein? Ja. Ja. Was hat man nötig,
um erlöst zu sein. Jesus Christus im Herzen. Und was tut das an meine eigene Gerechtigkeit? Was tut das? Wenn ich Jesus Christus habe, was passiert mit meiner eigenen Gerechtigkeit? Die muss verschwinden. Die muss verschwinden. Ich zitiere euch einen Satz aus E.G. White. Justification is laying man's glory in the dust. Habt ihr das mitbekommen? Rechtfertigung ist des Menschen Ehre in den Staub hineinlegen. Wir sind nichts ohne Jesus Christus. Und wir müssen einen Zustand erreichen, wo wir nicht rühmen auf das, was wir wissen und das, was wir sind und das, was wir essen und das, was wir tun und glotzen in den nächsten Teller hinein und sagen, du bist doch nicht so weit, wie ich bin. Das ist ja schrecklich. Was für ein Glaube ist das? Tun wir das, ja oder nein? Ja, wir tun das. Und das ist der Laodicea-Zustand. Wir müssen die Gerechtigkeit Christi im Herzen haben. Er hat sich hingesetzt mit den Ärmsten der Ärmsten, den Verstoßenen hat er sich bemüht. Und da hat er gesagt, wenn du mich hast, hast du das ewige Leben. Und was ist passiert in Sumerien mit der Frau? Sie ist aufgestanden, nach Hause gerannt. Sie hat allen erzählt. Und viele haben geglaubt wegen ihrem Zeugnis. Und dann kam Jesus Christus und noch mehr haben geglaubt wegen seinem Zeugnis. Ja oder nein? Und somit müssen wir eine Gerechtigkeit Jesu Christi empfangen. Das heißt nicht, wir müssen nicht tun, was richtig ist, aber es darf nicht unser Ruhm auf Reichtum sein. Wenn wir rühmen, rühmen wir in Jesus Christi, dass wir ihn kennen und dass wir seine Erlösung haben. Und ohne ihn sind wir nichts und können wir nichts tun. Richtig oder verkehrt? Das muss unser Glaube werden. Das müssen wir lernen. Wir brauchen diese Augensalbe. Wir brauchen sie ganz, ganz in dieser Gemeinde von uns. Wir brauchen diese Augensalbe. Welche ich lief habe, die strafe und züchtige ich. Also, der Herr gibt uns schwere Zeiten. Und das ist, was ich liebe an Jesus Christus. Er hat uns noch nie angelogen. Noch nie. Jesus Christus sagt nie, hier ist ein Blumenbett für euch. Nein. Hier kommt Züchtigung. Hier kommen Probleme. Aber in allen Problemen bleibe fest an Jesus Christus und er nimmt dich durch. Und wenn er dich liebt, dann züchtige ich. Denn kein Sohn, der ein Sohn ist, wird nicht gezüchtigt. So sei nun fleißig und tue Buße. Es ist nicht alles verloren mit Laodicea. Laodicea ist die Botschaft an die ganze Welt. Aber wir selber müssen aufpassen, dass wir nicht verloren gehen. Ich stehe an der Tür und klopfe. Hier geht Melek und klopft an dieser Haustüre. Ganz arme Leute. Sie kommen rausgerannt. Sie haben nur das Einfachste in der Hand und teilen es mit allen, ganz aufgeregt. Jemand kommt uns besuchen. So müssen wir sein. Wir müssen immer bereit sein, um das Wort rauszunehmen. Und der Hafer steht, die Ernte ist bereit. Bald kommt Jesus Christus. Wir müssen arbeiten, wo da noch Zeit ist. Sehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wir müssen das Herz auftun, dass er reinkommen kann. Wer überwindet? Was ist da zu überwinden? Das eigene Ich. Der größte Kampf, den ihr habt, ist mit euch selbst.
Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Stuhl zu sitzen, wie ich überwunden habe und mich gesetzt mit meinem Vater auf seinem Stuhl. Könnt ihr das Versprechen verstehen, was da steht? Mit Gott regieren eines Tages als Könige und Königinnen? Wow! Wir werden durchs Weltall reisen als Könige mit Christus, wenn wir die eigene Gerechtigkeit aus dem Leben entfernen. Weg damit. Unsere eigene Gerechtigkeit ist ein Stück Dreck. Also die Botschaft ist eine Botschaft von Wahrheit, die geht nach Vermischung und eine Wiederherstellung der Wahrheit. Aber selbst in der Wiederherstellung der Wahrheit liegt eine Gefahr der Selbstbefriedigung. Ich weiß, was richtig ist und was wahr ist. Ich kann mir anhören, was am Fernsehen gesprochen wird über Prophezeiungen in vielen Gemeinden und kann da sitzen und sagen, so was Doofes. Ich weiß es ja besser. Habt ihr das gehört? Es taucht alles überhaupt nichts vor Jesus Christus. Wir werden nicht gerettet durch was wir wissen, sondern was wir sind. Nachfolger Jesus Christus. Das ist mein Wunsch für alle von euch. Amen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Die sieben Siegel. Eine Rolle versiegelt mit sieben Siegeln. Ja, das in den alten Zeiten war das ein Testament, das so versiegelt war. Und dieses Testament muss geöffnet werden, aber es muss natürlich durch Lebendige geöffnet werden. Und Jesus Christus ist der Einzige, der dieses Testament öffnen kann. Er ist der Urheber, der Schöpfer dieser Erde. Er hat Himmel und Erde geschaffen. Durch ihn ist alles geschaffen, was geschaffen ist. Und ohne ihn ist da nichts, was geschaffen ist. Also er ist der ursprüngliche Eigentümer. Und dieses Eigentum ist in andere Hände geraten. Und nur der ursprüngliche Eigentümer kann es wiederherstellen. Kein anderer. Denn es gehört ihm. Aber er ist gekreuzigt worden und ist gestorben. Und dadurch hat er uns losgekauft. Und wir können das ewige Leben haben, denn unser Christus ist nicht tot. Er lebt. Er ist auferstanden und er sitzt zur Rechten Gottes. Ist das nicht, was die Bibel lehrt? Alle Religionen der Welt verehren ihre Erfinder an ihren Gräbern.
Aber das Grab Christi ist leer. Und das ist der Unterschied zwischen anderen Religionen und dem Christentum. Und der andere Unterschied ist, dass Gott die Menschen so geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht sterben braucht und das ewige Leben empfangen kann. Das ist der andere Unterschied. Dieser Gott der Liebe, der für uns gestorben ist, damit wir das ewige Leben haben dürfen. Jetzt diese Verkündigung geht in die Welt hinein durch das Evangelium. Wir verkündigen Jesus Christus und seine Erlösung, wenn wir das Evangelium verkünden. Und diese Siegel, diese sieben Siegel, haben mit der Verkündigung zu tun. Und durch diese Verkündigung müssen Menschen zu Christus gebracht werden, dass sie ihn als persönlichen Erlöser akzeptieren. Die vier Reiter der Offenbarung. Und ich sah, dass das Lamm der Siegel eines auftat. Offenbarung 6, Vers 1. Nur das Lamm kann diese Siegel öffnen. Nur der Schöpfer hat das Recht, um das Erbteil zurückzunehmen. Nur der Schöpfer. Und das ist wieder einmal ein Beweis, dass Jesus Christus Gott ist. Und nur Gott selber, der Schöpfer, kann wiederherstellen. Er ist nämlich Schöpfer und Wiederschöpfer. Er bringt uns wieder in den ursprünglichen Zustand durch sein Wort. Er kann die Siegel auftun. Er ist der Urheber des Evangeliums. Und als das erste Siegel aufgetan wurde, kam da ein Reiter hervor. Und dieser Reiter stellt das Evangelium vor, das in die Welt hineinging. Genauso wie heute Morgen wir geredet haben über die sieben Gemeinden. Das sind die Träger des Evangeliums. Und diese Botschaft, die sie bringen, das Evangelium, wird jetzt vorgestellt in diesem Kapitel durch diese Reiter. Und die Zukunft der Christenheit wird hier offenbart, wie das Evangelium, dieses lebendige Evangelium, das Evangelium, das zum Leben führen sollte, wie das verbreitet wurde und was damit passierte. Satan hasst dieses Evangelium. Er hasst Jesus Christus. Er hat gesorgt dafür, dass Jesus Christus ans Kreuz genagelt wurde. Er hasst das Evangelium, das Menschen zu Jesus Christus hinführen kann. Er hasst diejenigen, die das Evangelium verbreiten. Denn er möchte, dass alle verloren gehen. Und so dieser Krieg des Evangeliums wird hier in Offenbarung aufgezeichnet, damit wir sehen können, wohin es führt. Und ich sah, dass das Lamm der Siegel eines auftat und hörte der vier Tiere eines sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm. Diese vier Tiere, die wir da besprechen, sind Cherubim, Augen ringsrum. Sie können alles sehen, verstehen alles. Die Eigenschaften werden aufgezeichnet von diesen Tieren. Und sie sehen alles, wissen alles. Und sie haben die Eigenschaften eines Löwen und eines Kalbes. Und sie haben die Eigenschaften von einem Adler. Und wenn wir diese Eigenschaften betrachten, dann wissen wir, dass Jesus Christus ist der Löwe. Jesus Christus ist der Löwe des Stammes Juda. Wir wissen, dass Jesus Christus kam als Diener, um die Menschheit zu dienen und zu erlösen. Er hat nicht den großen Herr gespielt, er kam als Diener. Wir wissen, dass er als Mensch kam. Also diese Tiere wurden auch verglichen, so wie mit Menschen. Er kam als Mensch. Er wurde Mensch, Gott wurde Mensch, um uns zu erlösen. Und der Adler war immer ein Symbol der Gottheit. Also diese Cherubimen, sie stellen den Charakter Christi dar. Seinen unbeschreiblich schönen Charakter. Und sie sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd.
Und der darauf saß, hatte einen Bogen und ihm ward gegeben eine Krone und er zog aus sieghaft und dass er siegte. Jetzt in verschiedenen Psalmen wird da geschrieben von Gott selber, der einen Bogen hat und einen Pfeil schießt. Also hier wiederum das Bild, Gott selber mit dem Bogen und er schießt und er will das Herz erreichen mit diesem Bogen und mit diesem Pfeil. Und wer ist dieser Reiter? Der Reiter auf dem weißen Pferd, weiß die Farbe hier der Gerechtigkeit. Und der darauf saß, hatte den Bogen, Christus selber. Ihm ward gegeben eine Krone, er ist König der Könige. Er zog aus sieghaft durch seinen Tod, hat er den Tod besiegt. Durch seinen Tod hat er das wieder errungen, was Satan weggenommen hat. Und er war sieghaft und er siegte. Das Evangelium ging mit Kraft in die Welt hinein. Jesus Christus ist auferstanden. Jesus Christus ist der Erlöser. Alle, die in ihm glauben, macht nicht zu welchem Stamm und welcher Rasse, welche Farbe, alle, die ihn akzeptieren, können das ewige Leben haben. Sie können das Erbe bekommen, das verloren war, denn er hat es wieder hergestellt. Das ist das Evangelium. Und dieses Evangelium hat sich nicht geändert. Es ist immer noch das gleiche Evangelium. Aber wie gesagt, Satan macht dieses Evangelium nicht. Da Psalm 64, Vers 7 steht geschrieben, er macht das Meer still und die Wellen macht er still und den Tumult der Menschen. In der Gegenwart von diesem Evangelium wird da eine Stille im Herzen kommen. Warst du nicht zornig, Herr, in der Flut und dein Grimm in den Wassern und dein Zorn im Meer, da du auf deinen Rossen rittest und deinen Wagen den Sieg behielten? Du zogst den Bogen hervor, wie du geschworen hattest, den Stämmen und verteiltest die Ströme ins Land. Habakuk, hier haben wir wieder ein Bild Gottes mit seinem Bogen, dass er verteilte das Land, das Erbe nimmt er weg von den Heiden und gibt es seinem Volk. Und so das Symbol dieser versiegelten Rolle, das Erbteil durch das Evangelium. Durch Jesus Christus, erreichbar an alle Leute. Also das erste Evangelium, das rauskam, rein, pur, sauber, einfach, schlicht. Wir machen es so kompliziert. Das Evangelium ist nicht kompliziert. Jesus Christus, Gott, Mensch geworden, für mich gestorben, auferstanden. Alle, die in ihm glauben und ihm folgen, nicht nur als Erlöser, sondern auch als König im Gehorsam, sind seine. Das ist ein einfaches Evangelium. Jeder sollte es verstehen. Es ist ein siegender Glaube. Da ist kein anderer. Es gibt keine andere Erlösung. Weiß steht für Reinheit. Es ist ein reines, sauberes, charakterfestes Evangelium. So ihr anders bleibet im Glauben gegründet und fest und unbeweglich von der Hoffnung des Evangeliums, welches ihr gehört habt, welches gepredigt ist unter aller Kreatur, die unter dem Himmel ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Kolosser 1, Vers 23. Dieses Evangelium ist ein Kraftevangelium heute, so wie es damals war. Also was ist in der Welt passiert? Warum ist die Welt so gottlos? Wenn man in meinem Land lebt, wir leben alle in Gefängnissen. Unsere Häuser sind vergittert, unsere Freunde werden ständig haben sie Probleme, ständig werden sie angegriffen, mit Messern gestochen, mit Schraubenziehern zusammengeschlagen. Es ist schrecklich, wie es bei uns vorgeht. Wieso ist die Menschheit so gottlos geworden? Was ist mit dem Evangelium passiert? Also dieses reine Evangelium, ein zweiter Siegel wird geöffnet und ein anderes Pferd kommt hervor, ein anderer Reiter. Rot ist die Farbe und es geht auch in die Welt hinein, es hat auch ein Schwert, es geht auch kämpfen,
Und es ging heraus ein anderes Pferd, das war rot. Und dem, der darauf saß, ward gegeben, den Frieden zu nehmen von der Erde. Und dass sie sich mit untereinander erwürgten, und ward ihm ein großes Schwert gegeben. Offenbarung 6, Vers 4. Tragische Geschichte. Dieses schöne weiße Pferd, dieses prächtige Evangelium der Erlösung wird ersetzt durch ein rotes. Und der Frieden wird weggenommen und es gibt Krieg und es werden Menschen erwürgt und das Schwert, das Evangeliumsschwert schneidet noch immer zum Herzen und zum Knochenmark, aber es wird bekämpft. Also Satan hat versucht, genauso wie in der Smyrna-Zeit, dieses Evangelium zu vernichten, durch die Träger des Evangeliums im Blut zu hüllen. Das ist also ein Parallel von dem, was wir heute Morgen gesehen haben. Eine Zeit der schrecklichen Verfolgung und das Evangelium verrinnt zu Blut. Rot, die Farbe des Blutes. Eine tragische Geschichte, ein Parallel. Also eine Zeit der Verfolgung, die Römer waren die Ersten, die das neue Christentum verfolgten, die das Evangelium unterdrücken wollten. Sie haben sie abgeschlachtet im Kolosseum, sie haben sie gekreuzigt, Petrus haben sie verkehrt rum gekreuzigt, Paulus haben sie den Kopf entfernt und es heißt, dass sie Johannes in heißes Öl hineingeschmissen haben, aber der Herr hat ihn bewahrt. Und so sind es viele, die gestorben sind für dieses Evangelium. Also die Zeit wiederum, wie heute Morgen auch bei den sieben Gemeinden, circa 100 bis 323, als Konstantin sich dann sogenannt bekehrte und diese Verfolgung aufhörte. Denn das Problem mit der Verfolgung war, wenn einer starb, standen 10 auf. Wenn 10 starben, standen 100 auf. Also besser war es, lieber die Biliam-Lehre wieder hineinzubringen. Offenbarung 6, Vers 5 bis 6. Und da es das dritte Siegel auftat, hörte ich das dritte Tier sagen, komm. Und ich sah und siehe, ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme unter den vier Tieren sagen, das sind wieder diese Cherubim, die den Charakter Jesus Christus darstellen. Ein Maß Weizen um einen Groschen und drei Maß Gerste um einen Groschen und dem Öl und dem Wein tut kein Leid. Gut, was haben wir hier? Erstens, das Pferd ist nicht mehr rot, ist auch nicht weiß, es ist schwarz. Schwarz ist das Gegenteil von weiß. Also hier, das Evangelium wird dunkel, es wird schwarz. Und was ist das Problem? Der Weizen und die Gerste werden verarmt. Das war so die Menge, die ein Sklave als Dienstgeld bekam. Und der Weizen steht natürlich für das Brot des Lebens. Billig wird es verkauft. Es wird billig gemacht. Aber trotzdem sorgt Gott dafür, dass dem Öl und dem Wein kein Leid angetan wird. Was bedeutet das? Wofür steht Öl in der Bibel? Für den Heiligen Geist. Und Wein? Ist Leere, ja. Jesus sagt, ich gieße neuen Wein ein und wir können den neuen Wein nicht in einen alten Weinsack hineintun, denn dann wird er explodieren. Es hat mit Leere zu tun. Wein ist auch ein Symbol des Blutes. Aber hier in diesem Sinne meine ich, das hat zu tun mit der Leere. Obwohl das Evangelium bekämpft wird, obwohl es komprimiert wird, obwohl Christi billig verkauft wird, unter diesen Umständen hat Gott noch immer gesorgt, durch jedes Zeitalter hindurch, dass der Heilige Geist und die Leere noch stets zu Menschen persönlich ins Herzen reden konnte. Ist es nicht so? Jede Generation hatte die gleiche Gelegenheit, Wahrheit zu erkennen. Ob wir
ob es zur Zeit der Waldenser waren, die vernichtet wurden, aber glaubten, weil, obwohl weltweit das Evangelium nicht mehr war, was war, hatten sie noch immer Öl und sie hatten noch immer Wein, obwohl sie es verstecken mussten an ihrem Leib. Und dann, dieses schwarze Pferd verbreitet ein Evangelium des Kompromisses. Kompromisse werden angegangen und die Wahrheit steht auf zwei Säulen. Das ist sehr wichtig. Die eine Säule ist Jesus Christus und die andere Säule ist Gehorsamkeit. Warum ist Jesus gestorben? Weil wir wegen Sünde das ewige Leben preisgegeben haben. Ist das nicht richtig? Okay. Gut, was ist Sünde? Was ist die Definition der Sünde in der Bibel? Ja, es gibt nur eine einzige Definition in der Bibel. Und das ist, Sünde ist wieder das Gesetz. Nur eine Definition. Heute gibt es viele Definitionen. Und theologische Definitionen. Es gibt nur eine biblische. Sünde ist wieder das Gesetz. Und Jesus Christus kam, um das Gesetz abzuschaffen, ja oder nein? Nein, was sagt er? Ich bin nicht gekommen, das Gesetz abzuschaffen, sondern es zu erfüllen. Er hat es gelebt. Nicht ein Strich, nicht ein Punkt, nicht ein Komma wird aus dem Gesetz verschwinden. Was sagt Offenbarung? Was sagt die Bibel? Überall. Wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote. Derjenige sagt, dass er mich liebt und hält nicht meine Gebote, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Ganz deutlich, da ist kein Problem. Jesus Christus ist nicht gekommen, das Gesetz abzuschaffen, sondern gekommen, um das Gesetz zu erfüllen und in Ehre herzustellen. Und Jesus ist nicht gekommen, um das Niveau herabzuschrauben, sondern er ist gekommen, um es zu erheben. Er hat gesagt zu den Juden, ja, ihr sagt zu euren Frauen, geh, weil Moses hat gesagt, schreibe einen Brief. So früher haben sie gedacht, naja, wenn ich jetzt diese Frau nicht mehr brauche, tschüss, auf Wiedersehen. Und dann hat Moses gesagt, nein, nein, so geht's nicht. Wenn ihr tschüss sagen wollt, dann müsst ihr genau aufschreiben, warum, müsst einen guten Grund haben. Und Jesus hat zu denen gesagt, wegen der Härte eurer Herzen hat Moses das erlaubt. Aber ich sage euch, dass wenn ihr nur schief guckt, dann seid ihr schon schuldig. Hat er das nicht gesagt? Ja? Und wenn ihr es trotzdem macht und jemand anders heiratet, diese Person ist auch schuldig. Hat er das nicht gesagt? Also ist das nur Niveau heruntergeschraubt oder hochgeschraubt worden? Jesus kam, um das Gesetz zu erheben, um den Schmarren, die unnützen menschlichen Gesetzen zu entfernen. Aber das Gesetz ist nicht entfernt, als Jesus am Kreuz starb. Nein, es wurde bestätigt. Und wenn es möglich wäre, dass Jesus das Gesetz beseitigen hätten können, dann hätte er ja nicht sterben brauchen. Dann hätte er ja nicht sterben brauchen, denn das Gesetz hat ja gesagt, übertrete und du stirbst. Ja oder nein? Also, das Evangelium steht auf zwei Beinen. Wir predigen Jesus Christus, der Erlöser, und Gehorsamkeit. Nicht, weil es uns erlöst, sondern weil wir wiederhergestellt werden. Ist das nicht wahr? Und heutzutage ist das nicht angenehm. Die Juden haben gesagt, gib uns das Gesetz und weg mit dem Erlöser. Und die Christen heute sagen, gib uns den Erlöser und weg mit dem Gesetz. Das macht doch keinen Sinn. So unlogisch. Also Kompromisse werden angegangen. Dann, das weiß ich, dass nach meinem Abschied werden unter euch kommen greuliche Wölfe, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus euch selbst werden aufstehen Männer, die da verkehrte Lehren reden, die Jünger
an sich ziehen. Die Bibel hat es vorhergesagt. Das ist das Schöne an der Bibel. Wenn die Bibel studiert, dann braucht man nicht fehlgehen. Apostelgeschichte 20. Dieses Kreuz steht im Mittelpunkt der Geschichte. Und da können wir machen, was wir wollen. Das Kreuz steht im Mittelpunkt der Geschichte. Sogar unsere Jahreszeiten werden durch dieses Kreuz bestätigt. Heute wollen sie es ändern. Sie wollen nicht mehr sagen vor Christus und nach Christus. Sie wollen sagen before present era. Bevor gegenwärtiges Ära, so ein Quatsch. Wir wissen doch genau, warum die Ära ging. Es ging doch um Jesus Christus. Das Kreuz steht im Mittelpunkt der Geschichte und es wird da bleiben bis zum Ende. Sie können sich so anschauen.